Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Hardcam. Wir werden heute unsere Bestellungen abliefern und dabei eine kleine Rundtour machen und gucken, wer was so baut. Wenn dir das Ganze gefällt, dann kannst du Video liken, den Kanal kostenlos abonnieren und wir legen jetzt mal los und stellen unsere Pakete zusammen. Das heißt, wir dürfen erstmal nach Hause und da bei unserer letzten Falle 5 Minuten später jemand reingerannt ist, ja, wird es spannend, was wir jetzt als Rache zu Hause haben. Aber keine Sorge, niemand ist gestorben, alles gut. Angebote, Jobs, Termine, Informationen, Abstimmung und Story. Okay, gut, ich lasse das mal. Ich muss mal nachfragen, ob Yoshi überhaupt noch lebt, weil ich habe das Gefühl, der ist auch hops. Dann sammle ich das alles ein, dann habe ich gewonnen. Das werden hier immer mehr Kisten. Was will denn... Gewerbeantrag. Okay. Sehr geehrter Herr Lars, hiermit möchte ich gerne einen Antrag für die Haltung von 3 Nutztieren stellen. Ein Kuh und 2 Hühner. Der Anlass hierfür ist die Eröffnung einer Konditorei, um die Versorgung von Kuchen für die Bevölkerung zu gewährleisten. 2 Hühner befinden sich bereits in meinen Räumlichkeiten. Kuchen, die mit Ziegenmilch zubereitet wurden, einen bitteren Nachgeschmack aufweisen. Daher bitte eine Kuh. Oh, ein Kuchen. Das ist ja schon mal süß. Den können wir gleich weiter. Hier, der fliegende Fernseher wollte ja Essen haben. Ne? Ich guck mal gerade hier. Hier. Ach, wahrscheinlich hier das nicht signierte, ne? Wir gucken mal gerade. Einfach was zu futtern, also hau das rein, was du für diesen Preis angemessen findest. Je nährreicher, desto besser. Okay, ja gut, gut, gut. Das war halt super viel da drin, ne? Mit Dias und so. Das wird... Hallo Skelettkopf. So, für die Bubu würde ich gerne, weil die ist in meine Falle gefallen und die wird am Samstag das erste Mal zum Enderdrachen überhaupt gehen, würde ich ihr gerne einen verzauberten goldenen Apfel, goldene Äpfel geben, also alles, was ich so an Hardcore-Überlebensmöglichkeiten habe, ein paar Glasflaschen, damit sie den Drachenatem gleich wegninjern kann, dann noch 10 Goldkarotten, ich glaube, das ist okay, ne? So, die beiden Pakete sind fertig. Jetzt bringen wir der lieben Plika erstmal ihre Kuh. Ist Plika eigentlich richtig ausgesprochen? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh, ohne dass hier jemand abhaut, das wird schwierig. Komm mal raus, Kuh. Nein. Haha. Oh, das war knapp. Ich hätte dem fliegenden Fernseher ja gerne alles Goldkarotten gemacht, aber mein Gold steht hier und ja, ne, so. Gut, vielleicht steht hier ganz viel Gold für mich. Aber dann beginnen wir doch hier gleich unsere Rundtour. Klikas Haus. Ich nehme das mal gerade raus. Da unten ist eine schreiende Ziege, okay. Die hat doch was von im Keller gesagt, ne? Wir binden sie fest. Bitteschön. Hier sind schon Hühner. Das ist ja mehr wie so ein Versuchslabor, als irgendwie schön für die... Guck mal, die arme Ziege, die lebt auf Diorit. Und hier unten wahrscheinlich einfach nur... Ah, okay, okay, okay. Er ist auf jeden Fall sehr straight, ne? So, auf jeden Fall durchdacht. Die Kombination gefällt mir auch. Muss ich sagen, wirkt sehr modern, passt jetzt nicht unbedingt hier so in unser Setting im Allgemeinen, aber das gab ja keine Voraussetzungen oder so, ne? Deswegen ist voll okay. Finde ich sehr schön, gefällt mir sehr gut. Ist bis jetzt, wie gesagt, sehr durchdacht, ne? Es hat so ein bisschen was von so einer Bunkervilla, sage ich jetzt mal, so ein bisschen industrial oder so, ne? Weil es halt sehr klobig, aber cool. Pika, definitiv eine 8 von 10, würde ich sagen. Weil ein paar Dinge gefallen mir nicht, ne? Die Türen waren falsch rum drin. Die Fackeln da oben gefallen mir auch irgendwie nicht. Und es wirkt halt alles sehr, sehr auf Kosten-Nutzen-Faktor ausgelegt als rein kreativ. Deswegen 8 von 10. Also das hier ist definitiv eine 11 von 10. Ja, ja, ja. Hier geht eine Treppe runter und oben stand Mams Plätzchen. Aber irgendwie... guck mal, da ist das wahrscheinlich, ne? Ja, mega nice hier. Okay, warte, ich gehe nochmal gucken. Das ist mal... Holy, also... Die hat sich das große Loch mal als Base genommen. Was ist hier? Oh, hier sind Lamas. Ach, hier waren wir schon. Ja, ja, hier waren wir schon. Ist halt noch lange nicht fertig, könnte aber sehr geil werden. Deswegen gebe ich dem erstmal eine 6 von 10, weil die Grundidee nice ist. Hier sind Fackeln. Wo führen die hin? Okay, die Fackeln hören nicht auf. Oh, ein Beacon. Okay. Okay. WTF. Okay. Alter. Das überwältigt natürlich erstmal. Deswegen langsam. Wir gucken mal genau. Wir haben hier eine kleine Mauer. Die ist ganz schick. Wirklich mit den ganzen Laternen und so. Ist wirklich ganz schick. Nix Wildes, aber ganz schick. Dann haben wir natürlich dieses übertriebene Nether-Portal hier. Von der Struktur sehr, sehr nice. Also... Es ist nicht schwer gebaut,
ne, wenn man mal guckt, das ist alles sehr symmetrisch. Man hat hier die Säule, also quasi die Türme, ne, die man unten und oben gleichermaßen ausgearbeitet hat. Hier oben der Überhang ist mit 3 Blocktiefe sehr, sehr schön gelungen. Super simpel, sehr schön durch die 3 Blocktiefe. Ist das 3 Block? Tatsächlich nur 2. Ah, mit den Falltüren. Oh, sehr, sehr, sehr genial gelöst. Also, nicht schwer, aber imposant. Perfekt. Eisenfarm, officially. Eisenfarm. Sieht so aus. Sieht so aus, okay. Brücken, Eingänge, Wege, Ruhmeshalle, Mauer, Inselbebauung, erstes Haus, offene Bauprojekte. Okay, aber hier kann man durchgehen, ja? Ah, okay, okay. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das habe ich mir schon gedacht. Gut, gut, gut. Dann stellen wir hier einfach mal ab, weil wir sind hier beim fliegenden Fernseher, aka Kalli, wenn ich das richtig im Kopf habe. Jetzt habe ich leider natürlich nicht das, was er gerne hätte, ne? Ich habe mal 10 Goldkarotten da, weil mein Gold steht halt einfach in der Mitte. Dann haben wir hier 2 Stacks Ofenkartoffeln. Das haben wir, das haben wir. Dann wollte ich auf jeden Fall hier 3 Honig kriegst du von mir. Und goldenen Apfel legen wir auch noch rein, ne? Das ist eigentlich für Bubu gedacht, aber ganz ehrlich, so viel braucht die Bubu nicht. Und dann legen wir dann Kuchen rein. Ne, das ist so die erste Lieferung, die ich jetzt habe. Er bekommt auf jeden Fall noch mehr, weil das rechtfertigt nicht das, was er bezahlt hat, ne? Hallöchen Kalli, hier eine Teillieferung. Leider liegt mein Gold in der Dorfmitte und ist für Goldkarotten nicht abkömmlich. Sobald ich wieder flüssig bin, bekommst du noch eine Menge Goldkarotten. MFG Lars. Fertig. So. Das legen wir jetzt da rein, weil leider habe ich nicht mehr. Das ist ein bisschen doof. Er hat hier wahrscheinlich mehr Gold rumliegen, als ich in der Mitte stehen habe, so wie wir das sehen. Aber okay. Ansonsten, das hier definitiv 10 von 10. Wie gesagt, sehr einfach gebaut und trotzdem sehr imposant. Das ist sehr, sehr schön. Aber ich glaube, mehr gibt es hier noch gar nicht, ne? Schauen wir noch kurz in den Nether. Ich hatte die Hoffnung, dass es hier schon Ice Roads gibt. Dann wäre ich einfacher überall hingekommen. Sieht aber nicht so aus. Okay. Da sind wir in der nächsten Behausung. Das ist eine sehr weirde, lange Brücke. Mal gucken, wo die hinführt. Aber willkommen bei Wauzi. Wauzi Space, noch im Bau. Ja, okay, davon gehe ich aus, dass hier noch niemand fertig ist. Ich würde sagen, stehen hier Knochenblöcke, aber es ist Schnee. Okay, die Truhen sind auch sehr weird angeordnet. Okay. Oh, ein Totem. Heiliges Totem. Das ist ja cool mit den Kerzen. Das finde ich gut. Bienen. Lager. Ah, okay, das ist also... Aber Bienen, die gehören doch zu meiner Farm. Da müssen wir mit Wauzi reden. Und da unten wurde wahrscheinlich... Ja, es geht ganz weit runter, da wurde gemeint. Okay, schade, hier ist noch nicht so viel. Aber bei mir ist auch nicht viel mehr, deswegen kann ich mich nicht beschweren. Ganz viele Karotten wegen Goldkarotten. Wauzi, so geht das nicht. Wauzi, nein. Ich habe keinen Eimer dabei. Du hast nochmal Glück, ich komme aber wieder. Keine Frage. Jetzt gucken wir mal, wo dieser ewig lange Weg hinführt. Ach, hier sind wir. Guck mal, da. Da, Krokusinsel ist das hier. Ah. Aber Bauzi geben wir eine sympathische 7 von 10, weil ich bin auch so völlig kistengestört. Das ist in Ordnung. Gut, Bubus Haus kennen wir schon zur Genüge. Hallo, Skelettpferd, Kollegen. So, was ist hier jetzt mal? Hier entsteht ein Ziggurat. Okay, jetzt würde ich mal gucken hier. Das ist sehr, sehr cool. Das sieht ja wirklich aus wie eine Riesenbaustelle. Was zum... Du musst doch da eine Warnung hinmachen. Alter, hätte ich nicht Federfall gehabt. Ich wäre so im... Okay, ich habe noch ein Totem. Aber Alter, stopp. Stopp, Todesgefahr. Habe ich das mal gemacht, ja? Alter, du kannst doch nicht hier einfach nach der Treppe aufhören. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich finde... sowas hier nicht so geil. Also das ist halt Fleißarbeit, mehr auch nicht. Ne? Gut, das ist noch nicht fertig, ne? Keine Frage. Aber das hier finde ich viel, viel schöner. Ich weiß, das wird dasselbe Level kriegen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber nichtsdestotrotz finde ich sowas einfach, das passt besser in die Welt als sowas, finde ich. Das ist einfach too much. Oder das hier ist auch too much. So in meinen Augen. Also das ist zu viel Matsch. Zombie-XP-Farm, simpel. Okay, ja gut. Dann weiß ich ja, dass die hier ist. Warte, können wir gerade mal meine Spitzhacke ein bisschen leveln, ne? Ich habe ein Totem. Alles gut. Ja, Spitzhacke in die Offhand. Schwert in die Mainhand. Ab dafür. Okay, ein Zombie-Spawner dauert viel zu lange. Hier sind wir jetzt wieder bei Lucien. Das kennen wir ja schon, ne? Da brauchen wir nicht gucken. Ich glaube nicht, dass sich da jetzt so viel getan hat. Und noch weiter als Lucien im Land der fliegenden Inseln wohnen noch 2. Boah, das hört nicht...
Da ist schon ein Beacon. Okay, aber es hört nicht auf, ne? Guck mal. Holy moly. Okay, das ist natürlich, ne? Beacon, das ist für mich immer gleich minus 10 von 10. Es ist einfach hässlich. Es ist ein Leuchtfeuer in Minecraft. Es ist einfach hässlich as heck. Aber bewerten wir mal die kleine Hütte. Das müsste Stranger Yoshi sein hier. Okay, Aquarium erstmal. Man kommt rein, direkt fettes Aquarium. Also hier wird auf jeden Fall geprotzt. Wer das liest, kann lesen. Ja, okay. Sag da jetzt mal nichts zu, ne? Wo geht's denn hier hin? Nichts klauen, nicht griefen, schreibt man anders. Okay. Willkommen im Haus von Yoshi. Okay. Viel Spaß in Strange Yoshis Haus. Das ist erwähnt, ist offensichtlich. Ich bin jetzt hier voll am Meckern. Okay, das ist zu wild. Das ist definitiv zu wild. Da wirst du ja echt Banane. Das ist nice. Das ist dieses Glas, was Licht schluckt. Das ist sehr cool hier, dieser kleine Ausguck. Und ist noch sehr klein, ne? Aber ich weiß auch nicht, wie lange schon dabei ist. Wobei, bei zwei... Oh, und da übersehe ich offensichtlich etwas. Aber bei zwei Lagerfeuern ist man auf jeden Fall schon länger dabei. Hier kann man durchgehen. Jupp. Oh, okay, nice. Das hatte ich auch noch vor. Sehr, sehr schön. Ernsthaft, alles ohne Elytra. Uff, okay, dann gucken wir mal. Guck mal, hier wohnt Lucien. Hier ist Strange Island. Und Light wächst da drüben. Da gucken wir gleich auch noch. Das wird der letzte Kandidat für heute sein. Und jetzt guckt mal, was man reißt, ne? Von Lucien fahren wir hier, dann da gerade rüber, hier ist dieser Sumpf und irgendwo hier ist dann unser Dorf, ja? Also völlig übertrieben. Warum müsst ihr immer so weit weg wohnen? Ich glaube, im nächsten Projekt sollte man ansetzen, dass man nur im Radius von 500 um die Koordinate rumbauen darf. Hier, Alter, du hast oh mein Gott. Hier kriegst du wirklich Augenkrebs, das ist hart übertrieben. Die Fässer alle voll, ich wollte gerade sagen. Auch hier, Birke, das, oh mein Gott. Also Arbeit, ja. Kreativer Nutzen, nein. Das ist, Alter. Okay. Also ich sag 5 von 10, weil das ist echt anstrengend auf Dauer. Und wenn alles so wird, wirst du wirklich Banane. Ich glaube, ich komme gerade von hinten rein bei Lightwax. Ich bin mir nicht sicher. Klingt auch irgendwie falsch, aber... Okay, ähnlich. Ich glaube, die gehören zusammen, ne? Das könnte man jetzt mal so annehmen. Hier eine kleine Brücke. Was ich aber ein bisschen schade finde. Denn hier, guck mal, hier ist so ein Loch drin. Ein bisschen Laub, ne? So, die Brücke wirkt schon so ein bisschen mitgenommen. Aber der Rand ist halt übelst perfekt. So, ne? Abgesehen von mal Laub hier und da. Passt nicht so ganz zusammen. Zumindest in der inneren Optik von außen. Ja. Das wirkt so ein bisschen, als hätte man drüber gespachtelt, so. Ansonsten ein sehr netter Anfang, muss ich sagen. Und Gott sei Dank nicht so ein Karo-Muster. Weil das ist... Der Anfang ist ganz, ganz sweet. Ich sag mal 7 von 10. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es schon dabei ist. Und deswegen höre ich auch heute auf für meine Reise, weil ich hätte noch fragen müssen, wer schon tot ist, wer noch nicht und so. Das ist ein bisschen doof, jetzt so eine Rundreise zu machen. Dafür bin ich fast gestorben. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich bringe Bubu noch die Drachenlieferung. Ciao. Mit V.